Hier ist Mr. Lagiol. Willkommen in der Lagiol-Welt von Original Lagiol.de. Heute möchte ich dir ein ganz besonderes Taschenmesser vorstellen. Ein Lagiol-Taschenmesser von Jean-Michel Cairo. Und zwar die silberne Messerfee. Ein ganz besonderes Messer. Schauen wir es mal kurz an. Ich habe hier natürlich drei Taschenmesser. Die ersten zwei mit dem Piraten und hier mit dem mechanisierten Krake, Polvo heißt das. Die haben wir schon bereits im Sortiment, aber die sind gerade neu reingekommen und die möchte ich gerne einfach mal in diesem Zusammenhang nochmal vorstellen. Und hier haben wir die silberne Messerfee. Sehr, sehr schön gemacht mit einer ganz wundervollen Fee hier vorne und mit einem Mammutbackenzahn. Alle haben Mammutbackenzahn. Die schauen wir uns gleich ganz in Ruhe an. Dann haben wir in dem Kapitel 1, wir haben ja diese Einteilung von 5 Kapiteln in dem Video. Kapitel 1, da geht es um Grundlagen der Lagiol-Taschenmesser. Das heißt, hier speziell geht es jetzt um gilochierte Biene. Was bedeutet eine gilochierte Biene? In dem anderen Video hier vorne haben wir gezeigt, was Doppelplatine bedeutet. Jetzt kommen wir zum Thema gilochierte Biene. Und woher kommt dieser Begriff in unserem Shop Original Lagiol.de? Anschließend gehen wir zu Besonderheiten aus dem Shop Original Lagiol.de. Ganz neu haben wir eine außergewöhnliche Ratenzahlungsvereinbarung, die du in unserem Shop machen kannst. Und zwar ganz ohne Zinsen. Ganz, ganz außergewöhnlich. Und dann kommen wir wieder zu dem Bereich Original, also MyChat aus dem Bereich Original Lagiol Community. Mittlerweile läuft da richtig gut. Wir haben schon über 1000 Nachrichten darüber bekommen. Dennoch ist bei dem einen oder anderen die Frage, wie funktioniert das? Ich zeige es nochmal ganz, ganz kurz, denn ich habe es in vielen Videos schon gezeigt, aber nochmal ganz kurz reiße ich an, wie das funktioniert, damit es wirklich auch jeder versteht. Und dann kommen wir zu der Dia-Show. Wir haben hier diesmal nicht nur die Fotos von einem Messer, das jetzt hier neu im Programm ist, sondern wir haben hier von einem Kunden, der uns natürlich Bilder geschickt hat aus dem Zoo in Leipzig und Stuttgart. Richtig tolle Bilder. Und ich muss sagen, als ich die Bilder gesehen habe, dachte ich ja, die sind richtig in der Wildnis gemacht worden, weil da keinerlei Zoo-ähnliche Hintergründe zu sehen waren, sondern waren in so einer natürlichen Umgebung. Also richtig toll, muss ich sagen, von Herrn Frankenstein. Wir kommen dann auch dann dazu. Und dann anschließend in dem 5. Kapitel kommen wir zu der Messervorstellung. Bis gleich. In allen Videos ab 2024 behandeln wir immer in dem ersten Kapitel allgemeine Themen zu Thema Lagiol. Heute erkläre ich hier anhand dieser Messer, die ich hier vorstelle, dann was bedeutet gilochierte Biene. Und das ist ein Begriff, der ein bisschen vielleicht undeutlich ist, gerade wenn es in den Shop Original Lagiol.de. Man muss sich einmal mal verstehen, die ganz günstigen Lagiol-Taschenmesser, die haben keine geschmiedete Biene, sondern eine geklebte Biene. Hier siehst du ja ein paar Bilder. Das heißt, diese Biene ist gestanzt, die ist also nicht handgearbeitet und die wird einfach hier an der Stelle, wo die Bienen normalerweise sind, bei Lagiol-Taschenmesser, wird geklebt oder geschweißt. Die höherwertigen Taschenmesser, das heißt so ab 100 Euro, kann man davon ausgehen, dass die Biene meistens geschmiedet ist. Die funktionieren ganz anders. Ich werde hier mal kurz erklären, wie eine geschmiedete Biene entsteht. Dennoch nochmal ganz kurz zu den Begrifflichkeiten in unserem Shop Original Lagiol.de. Im Grunde genommen gibt es ja eine Unterteilung, einmal geklebte, geschweißte Biene und einmal geschmiedete Biene. Historisch gewachsen in unserem Shop sind aber mehr Unterteilungen. Und zwar die gilochierte Biene bezeichnen wir die Taschenmesser, die, schauen wir es mal hier einfach mal an, nur eine Platine haben. Das heißt also hier rechts und links von der Mittelfeder haben wir nur eine
Platine, das heißt eine Messerplatine. Dazu gibt es natürlich noch zwei Platinen oder drei Platinen, jeweils rechts und links. Wir haben immer gesagt, gelochierte Wiene sind alle Lagiolmesser mit einer Platine. Die Messer mit zwei Platinen nennen wir Doppelplatines und mit drei Platinen Tripleplatines. Eigentlich wäre es ja richtig, dass man eine Platine, zwei Platinen, drei Platinen nennt. Ist bei uns aber jetzt so nicht der Fall, denn eine geschmiedete Biene haben sowohl die eine Platine, zwei Platinen, als auch drei Platinenmesser. Bei allen dreien ist die Biene geschmiedet, beziehungsweise gelochiert. Das bedeutet, ist ein bisschen missverständlich, ich hoffe, das ist trotzdem klar. Das heißt, wir hier bei Original.de bezeichnen alle Messer mit einer Platine und geschmiedete Biene als gelochierte Biene. Alle Messer, die zwei Platinen haben und eine gelochierte Biene, sind Doppelplatines. Und alle Messer, die drei Platinen haben und eine geschmiedete Biene, nennen wir Tripleplatines. Wie entsteht eine gelochierte Biene? Das ist ja so, dass dieser Bauteil erst einmal entsteht durch eine Presse und dann durch Stanzen, und es wird hier in diesem kleinen Ofen entsprechend an der Mittelfeder dann geschmiedet, das heißt erhitzt und dann entsprechend verbunden. Das wird auf über 850 Grad erhitzt, sodass die beiden Komponenten, das heißt die Mittelfeder und die Biene, sich miteinander verbinden. Metallurgisch verbinden, sondern dass wir nur noch eine Einheit haben. Das heißt, die Biene ist nicht mehr geklebt oder geschweißt, sondern geschmiedet. Anschließend beginnt ja die Arbeit, das heißt also diese Urform der Biene wird dann anschließend wirklich per Hand bearbeitet, in Form gebracht. Da haben natürlich die verschiedenen Schmieden eine ganz besondere Art, die Biene zu gestalten. Die Standardbiene nennen wir das, so bis 300 Euro sind meistens Standardbienen. Ab 300 Euro beginnen da schon mal Bienen, die besonders kunstvoll sind, die besonders gelochiert sind, die besonders verarbeitet sind. Und das geht richtig bis zu einer Biene, wo man richtig die Beinchen sieht. Das haben wir in einem Video bereits vorgestellt. Und ganz neu, das ist nicht ganz neu, schon seit einiger Zeit haben die Schmieden damit begonnen, kunstvolle Figuren daraus zu machen. Das heißt also nicht nur die Biene an sich als Insekt, sondern einfach alle möglichen Figuren da einzubauen, ob es jetzt Symbole sind, Fantasiefiguren und, oder echte Tiere, Insekten, was auch immer. Und das bereichert dieser Lagiol-Bereich, dieser Lagiol-Messer wahnsinnig. Und gerade hier jetzt bei Jean-Michel Cairon sehen wir drei Beispiele. Einmal hier ein Piratenkopf, einmal eine mechanisierte Krake. Ja, das ist auch sehr, sehr interessant, und das finde ich ja sehr schön bei Jean-Michel Cairon, dass sie die Bienen größer gestaltet als die normalen üblichen Bienen, die man so kennt bei anderen Mitbewerbern. Und natürlich passend hier zu dem Rücken ist die Biene auch, das heißt also, das ist eine gesamte Einheit, hier sogar überall auch natürlich die, kann man vielleicht hier sehen, das heißt also auch die Mitres, das heißt die Metallbacken sind ebenfalls Teil des Gesamtkonzeptes, und natürlich die Farben des Griffes passend zu der Biene. Das heißt, es ist alles insgesamt ein Gesamtkonzept, das hier gemacht wurde. Und ja, ich finde das besonders phänomenal, weil hier auch zum Beispiel diese Bereiche natürlich auch geschwärzt sind, so dass zum Beispiel hier diese Fee besonders toll zum Vorschein kommt. Genauso wie hier auch und auch hier bei den Piraten. Wenn man sich überlegt, hier die Zähne, wie fantastisch die bearbeitet sind. Also wirklich Hut ab, was hier der Meister Jean-Michel Cairon alles machen kann. Und da ist genauso, das heißt, wir haben diese Grundform einer Biene, die wurde dann geschmiedet und dann beginnt der kunstvoll daran zu arbeiten, und das schlägt sich natürlich auch auf den Preis direkt nieder, denn je länger
sage ich immer wieder, je länger ein Messermaler-Künstler an seinem Messer tüftelt, macht und da entwickelt, desto teurer ist natürlich auch das Messer. Wobei natürlich muss man überlegen, auch die ganze Arbeit, ein solches Kunstwerk zu bauen. Welches Material passt dazu? Was mache ich denn? Den Rücken kommen wir gleich natürlich im fünften Kapitel dazu. All diese ganzen Überlegungen, die vorne erstmal nur wirklich irgendwo in einem Atelier entstehen, die sind ja auch schon mal ein beträchtlicher Zeitaufwand und dann natürlich die Handarbeit, also echt wirklich eine Bewunderung meinerseits an Jean-Michel Cairo, aber auch an andere Messermacher-Künstler. Und das ist natürlich der Unterschied zwischen Messermacher-Künstler und Messermacher. Die Messermacher, die machen wirklich das Messer, die galoschieren den Rücken und die Biene nach den Standardvorgaben, zum Beispiel bei La Gueule Lobra, Claude Ozon, La Gueule du Barry, da gibt es ja Le Fidèle, gibt es ja immer diese Standardbienen, die praktisch alle Messer gleich haben. Dann die Galoschierung des Rückens ist auch schon mal je nach Messer mache ein bisschen unterschiedlich und dann darüber kommen entsprechend diese Messermacher-Künstler, die das Messer als Ganzes gestalten, die eine ganz spezielle Galochage machen und so weiter. Und das ist also, was es mit auf sich hat mit der galochierte Biene. Da verstehen wir also eine geschmiedete Biene und das ist bei einer Platine, zwei Platine und drei Platinen, bei allen ist galochierte Biene. Ja, nur die anderen heißen, wie schon sagte, Doppelplatines und Tripleplatines. So, kommen wir zu einigen News in Kapitel 2 von Original La Gueule. Wir haben da zwei ganz wesentliche News. Die eine, in diesem Jahr 2024 haben wir das Jubiläumsjahr 20 Jahre Chevalier La Gueule. Chevalier La Gueule ist ja unsere Marke und wir lassen die Messer bei unterschiedlichen Schmieden herstellen, mit denen wir jetzt schon zusammenarbeiten. Das sind insgesamt 5 Schmieden, die für uns die Messer herstellen. Und wir haben mit denen jetzt gesprochen, dass wir in diesem Jubiläumsjahr ganz besondere Editionen, limitierte Editionen gemacht werden. Das heißt, jede Schmiede macht etwas ganz Besonderes. Und ein Messer, das es nur jetzt gibt, in diesem Jahr 2024, für in einer limitierten Edition von vielleicht 3 bis maximal 5. Und die haben irgendwas Besonderes, entweder eine besondere Biene, besondere Galochage, besondere Materialien und so weiter. Also da lassen wir den Schmieden auch ein bisschen freien Spielraum und wir haben die Vorgaben, eine deutsch-französische Zusammenarbeit und Freundschaft, denn wir arbeiten mit den Schmieden seit über, ich glaube diesmal sind echt über 24 Jahre und seit 20 Jahren haben wir Chevalier La Gueule und seitdem arbeiten wir ganz intensiv mit den Schmieden. Wir sind sehr glücklich, dass wir mit den Schmieden so toll kooperieren. In den ganzen Interviews habt ihr das schon gesehen, wie teilweise natürlich die Inhaber uns auch gelobt haben und beziehungsweise die Zusammenarbeit gelobt haben. Und deswegen möchten wir jetzt zum 20-jährigen Jubiläum besonders Wert legen auf diese Zusammenarbeit, auf die deutsch-französische Freundschaft. Und das Besondere dabei ist, nach und nach kommen dann die Messer in unserem Shop. Ich werde die natürlich auch alle vorstellen. Aber die Besonderheit, und deswegen erwähne ich das ja noch so ganz früh, ist, dass zu jedem Messer, der einen besonderen Preis hat, sagen wir mal 350 Euro. Ja, also werden da unterschiedliche Preiskategorien, unterschiedliche Messer. Und zu diesem Preis muss man auch nochmal Karmus-Punkte bezahlen. Das heißt also, das Messer kostet 350 Euro plus 10 Karmus. Plus 5 Karmus, 15 Karmus, ist immer je nach Messer unterschiedlich. Das heißt also, wenn du dieses Messer kaufen möchtest, musst du entsprechend den Preis und die Karmus-Punkte bezahlen. Natürlich, wenn du selber Karmus-Punkte auch noch darüber hinaus gesammelt hast, kannst du die wie immer einlösen. Bis zu 30 Karmus-Punkte kannst du maximal einlösen. Die Oil Premium Gold-Kunden haben natürlich sowieso, wenn das Messer als Neuheit kommt, 20% Rabatt auf die Neuheit. Ansonsten 10%, wenn es unter 600 Euro ist, 20%, wenn es über 600 Euro ist. Und darüber hinaus kann man auch die Karmus-Punkte einsetzen. Bleibt alles wie gehabt. Nur zusätzlich zu diesen Möglichkeiten musst du natürlich die Anzahl von Karmus-Punkte
einsetzen, die dort stehen. Warum machen wir das? Welchen Sinn hat das? Das hat den Sinn, dass wir diese Messer Chevalier Lagiol, die limitiert sind, die besonders schön sein werden, nur gerne an Kunden geben möchten, die auch die Karmos-Punkte sammeln, die sich entsprechend für Original Lagiol D einsetzen. Denn Karmos-Punkte sammeln bedeutet, dass du dich einsetzt. Zum Beispiel Newsletter abonnieren, YouTube abonnieren, Instagram abonnieren, uns Bilder schicken, so wie der Herr Frankenstein, der uns jetzt in dieser Dia-Show gleich diese wunderschönen Bilder geschickt hat. Da bekommt man auch 3 Karmos-Punkte. An unsere Aktivitäten teilnimmst. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade noch die Aktion The Lagiol Way of Life. Und wenn du da Bilder einschickst, bekommst du ja auch entsprechend 6 Karmos-Punkte. Das heißt, wenn du die Karmos-Punkte sammelst, setzt du dich hier ein. Oder du siehst natürlich auch dieses Video. Das heißt, hier gibt es einen Code, gleich ein 6-stelliger Code, wenn du den natürlich aufschreibst, in den ersten 11 Stunden nach der Veröffentlichung, jeweils mittwochs und sonntags, dann kannst du auch einen Karmos-Punkt bekommen. Das heißt also, wenn du immer wieder was tust für uns, bekommst du Karmos-Punkte. Und die sind natürlich nötig, damit du diese ganz besondere Edition kaufen kannst. Und wie viele Messer werden es sein? Das weiß ich noch nicht. Müssen wir natürlich gucken, wie viel jede Schmiede bereit ist zu machen. Ich denke, mindestens ein Messer pro Schmiede wird sein. Manche werden vielleicht 2 oder 3 verschiedene Messer machen. Das heißt, ich denke mal, dass wir übers Jahr verteilt sicherlich sowas wie in Richtung 10 Taschenmesser machen werden, speziell zum Jubiläum, Jubiläumsmesser von Chevalier Lagiol. Und wir haben eure, eure Anmerkungen aufgenommen. Wir arbeiten schon die ganze Zeit mit den Schmieden daran, dass auf der Mastklinge das Logo nicht mehr so groß gemacht wird, sondern kleiner. Lagiol Honoré Durand macht das zum Beispiel schon, da macht er nur nicht mehr den ganzen Namen auf einer der Masken, sondern den Kopf. Und wir arbeiten jetzt mit den Schmieden zusammen und als erstes hat sie Goyon Chazot schon mal bereit erklärt, auf der Masklinge nicht mehr Goyon Chazot zu schreiben, sondern nur noch klein in der Ecke deren Quadrat, also deren Logo an sich zu machen und in der Feder innen drin zu schreiben Goyon Chazot. Finde ich schon mal ein ganz großer Erfolg, dass Goyon Chazot jetzt diesen Weg mitgeht. Wir haben auch die anderen Schmieden natürlich angesprochen. Mal schauen, welcher als nächster kommt. Chevalier Lagiol folgt jetzt auch. Das heißt also, die Messer von Chevalier Lagiol, die mit der Masklinge demnächst kommen werden, die werden ebenfalls nur noch dieser Kopf haben von Chevalier auf der Klinge, relativ klein, und dann in der Feder wird dann entsprechend Chevalier Lagiol stehen. Die zweite Neuerung, und da bin ich ja echt total froh, dass wir wieder direkt am Anfang des Jahres ein neues Konzept hier veröffentlichen, und zwar das ist OL-Rattenzahlungskonzept. Was bedeutet das? Wir haben natürlich immer mehr sehr hochwertige Artikel, genauso wie diese jetzt hier, die natürlich ja, einiges auch kosten und sind ja nicht mehr 100, 200 Euro. Und ich weiß, die Zeiten werden ein bisschen schwerer und wir möchten euch gerne ermöglichen, dass natürlich solche Produkte auch per Karmos, per Ratenzahlung bezahlt wird. Und auch hier spielt Karmos eine wesentliche Rolle. Es gibt heute ganz viele Möglichkeiten, viele schon bieten das auch an, in Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistern solche Rabattzahlungen vorzunehmen. Auch PayPal bietet zum Beispiel diese Möglichkeit. Das heißt, wenn du bei uns im Shop mit PayPal bezahlst, kannst du dann im Laufe des Bezahlprozesses bei PayPal entsprechend Bescheid geben, ich möchte eine Ratenzahlung Vereinbarung haben. Da ist aber natürlich das Problem, dass du Zinsen bezahlen musst und zwar vielleicht ein bisschen mehr als bei der Bank. Woran liegt das? Irgendwie müssen ja diese Firmen ohne große Sachen natürlich Prüfungen feststellen, du könntest ja eines Tages vielleicht nicht zahlen. Und da muss ja auch eine Versicherung mit eingebaut sein und eine Sicherheit eingebaut sein. Und deswegen sind die Zinsen ja auch ein bisschen höher. Möglicherweise, je nach Firma und Dienstleister, melden die auch nochmal an deren Versicherer, denn viele Firmen versichern ja auch nochmal den Kauf. Und da muss man natürlich die Daten dahin verschicken. Das heißt, wer weiß, wer dann noch weiß, dass du einen Kredit aufgenommen hast, ist nicht immer so ganz transparent. Und wir möchten jetzt aber eine Ratenzahlungsmöglichkeit schaffen, ganz ohne Zinsen.
Natürlich müssen wir auch ein bisschen Sicherheit haben, ist ganz klar. Dennoch denken wir, dass wir hier ein ziemlich faires System aufgebaut haben. Und zwar, du kaufst mir Vorkasse, sagst du uns dann Bescheid, hey, ich möchte bei euch gerne Ratenzahlen vereinbaren, dann musst du schon mal 10 Karmos-Punkte bezahlen und bereits schon OL-Kunde sein. Also kein OL-Gold-Premium-Kunde, sondern OL-Kunde sein. Das bedeutet, dass du mindestens einmal ein Produkt im Wert von mindestens 60 Euro gekauft haben musst. Also mindestens einen Kauf musst du gemacht haben. Beim zweiten Kauf sagst du, hallo, ich möchte gerne hier Ratenzahlung vereinbaren. Dann musst du natürlich schon 10 Karmos gesammelt haben. Ja, das geht relativ schnell. Das heißt also, bei dem ersten Kauf hast du schon wahrscheinlich 3 Karmos-Punkte bekommen. Dann YouTube abonnieren, Instagram abonnieren, vielleicht 1-2 Videos gucken, zum Beispiel auch an der Aktion teilnehmen. Schon hast du die 10 Punkte. Also 10 Karmos-Punkte ist keine Kunst. Das geht ganz schnell. Dann ziehen wir dir die 10 Karmos-Punkte ab. Und du musst aber sofort am ersten Tag, wo du sagst, ich möchte das tun, 20% Anzahlung machen. Warum 20%? Ganz einfach, weil wir sofort natürlich oder am Ende des Monats die Mehrwertsteuer ans Finanzamt überweisen müssen. Das heißt, wenn du jetzt nicht 20% bezahlen würdest, müssen wir die Mehrwertsteuer, die wir bezahlen an dem Staat, auch nochmal finanzieren. Das geht natürlich nicht. Das heißt, du musst sofort die 20% zahlen, die wir natürlich an dem Staat dann als Mehrwertsteuer bezahlen. Das sind zwar 19%, aber ich habe gesagt, statt 19, 20 ist eine runde Summe, kann man besser kalkulieren. Dann beginnst du im zweiten Monat, also im ersten Monat sind 20% fällig, im zweiten Monat beginnst du die Ratenzahlung, die du uns nennst. Es muss natürlich mindestens 100 Euro im Monat sein. Ob du 150, 200 bezahlst, 300, bleibt dir überlassen natürlich. Und sobald du danach von der Restsumme 50% bezahlt hast, schicken wir dir schon das Messer. Ja, so ein bisschen Vertrauen muss da schon sein, dass du ein bisschen bezahlst. Das heißt also, wenn das Messer zum Beispiel 1200 Euro kostet, bezahlst du die 200 Euro vorab. Im zweiten Monat bezahlst du dann entsprechend, sagen wir mal, 100 Euro im Monat oder sagen wir 200 Euro im Monat ist leichter. Nachdem du 3 Monate bezahlt hast, hast du 600 Euro von der Restsumme bezahlt plus die 200 Euro am Anfang. Und dann schicken wir dir das Messer. Allerdings musst du dann, bevor wir das Messer verschicken, noch einmal 10 Karmos-Punkte sammeln. Diese 10 Karmos-Punkte, die du jetzt beim zweiten Mal bezahlen musst, sozusagen, wenn man so will, musst du über die Videos bekommen haben. Das heißt, nicht durch irgendwelche andere Aktionen, sondern wir können ja sehen, wie du sie die verdient hast, und die musst du natürlich über die Videos machen. Das heißt also, wenn du musst die mindestens 10 Videos angeguckt haben, dann hast du die 10 Punkte. Und das deckt sich meistens bei 10 Videos. Wir machen 2 Videos pro Monat. Das bedeutet, nach 6 Wochen hast du schon mindestens die Punkte bekommen. Ja, und dann schicken wir dir das Messer und da kannst du den Restbetrag ganz bequem in weiteren Ratenzahlungen begleichen. Warum das? Nur, wir berechnen ja keine Prozente, wir berechnen keine Zinsen. Und irgendwie müssen wir auch ein bisschen Vertrauen zu dir schaffen. Und ich denke, wenn du vorher 10 Karmos-Punkte schon verdient hast und dann nochmal 10 Videos dir anguckst, ist meine Überlegung eben, dass du dann schon ein treuer Kunde von uns bist und schon echt Interesse an der Lagiol-Messe hast. Sagt zwar nicht unbedingt viel über deine Finanzkraft, aber da geht es mir nicht so darum, denn ich denke, wenn du Lagiol-Begeisterter bist und wir uns ein bisschen vertrauen, da werden wir schon einen Weg finden, dass du den Rest natürlich bezahlst. Wenn du mal sagst, hey, diesen Monat wird es ein bisschen knapp, kein Problem, da bezahlt er eben 150 Euro und der Rest danach. Also da sind wir schon ziemlich nicht so streng, wenn man so will, ziemlich kulant, also mach dir da keine Sorgen, wir werden immer einen Weg finden und wir müssen ein bisschen Vertrauen aufbauen und ich denke mal, mit den Karmos-Punkten können wir es schon schaffen. Das heißt, du bezahlst wirklich nur den Preis des Messers, abzüglich natürlich deine ganzen Rabatte, je nachdem, was du für Rabatte einsetzt. So,
Jetzt kommen wir zu der Funktion My Chat. Das ist der dritte Bereich aus dem Original Lagiol Community Bereich. Und zwar, wir wechseln jetzt von einer E-Mail-Kommunikation mit dir in My Chat. My Chat ist ein System, das wir entwickelt haben. Das heißt also, du loggst dich einfach ein in deinem Kundenbereich. Direkt vorne siehst du diesen Button My Chat, du klickst drauf und dann siehst du diese wunderbare Aufteilung. Und das finde ich ja wahnsinnig wichtig. In dem oberen Bereich haben wir Themen wie zum Beispiel Allgemeines, also aus dem Mr. Lagiol-Bereich. Das sind Nachrichten, die du an mich direkt schickst. Anmerkungen zum Online-Shop, YouTube-Videos, Anmerkungen zu der Messe, Aktionen und Events. Das heißt, du klickst einfach da drauf und schon kannst du hier draufklicken und mir eine Nachricht schicken. Das Schöne ist, dass ich sehr schnell darauf reagiere. Innerhalb von 24 Stunden bekommst du meistens auch eine Antwort. Darunter haben wir allgemeine Fragen, Lagiol Day, wie zum Beispiel wieder allgemein ist. Bilder vorrätiger Produkte schicken wir dir sehr, sehr gerne. Am besten hier direkt anfordern. Wenn du eine Sonderanfertigung haben möchtest, hier die Beschreibung angeben. Wenn du Rückfragen und Reklamationen oder Rückgabereklamationen hast, kannst du auch hier eintragen. Wenn du Fragen zu Bestellungen hast, wo bleibt meine Ware, die Tracking-Nummer vielleicht nochmal erfahren. Und darunter noch Karmos. Wenn du zum Beispiel Fragen zu Karmos-Punkten hast oder du sagst, hey, ich habe dein Newsletter abonniert, bitte schreib mir die Karmos-Punkte gut. Am besten hier draufklicken und da eine Nachricht schicken. Ich bekomme dann sofort eine E-Mail, dass hier eine Nachricht hinterlegt ist. Klick drauf und bin schon direkt da drin. Wenn ich etwas schreibe, bekommst du eine E-Mail. Da ist ein Link drin. Einfach darauf klicken und schwuppdiwupp bist du direkt an der richtigen Stelle und kannst sehen, was ich geschrieben habe und darauf antworten. Hier unten kannst du ja noch auf das Auge klicken, so dass nachdem du es gelesen hast, praktisch als To-Do in deinem Konzept hast, also noch nicht beantwortet, denn vielleicht hast du es zwar gelesen, aber die Antwort, da musst du nochmal zwei, drei Momente drüber nachdenken und damit du dann nachher nicht suchst, klickst du hier auf das Auge, das wird jetzt wieder grau, das heißt also, das ist zwar von dir gesehen, man sieht hier natürlich die Uhrzeit, wann du es gelesen hast, aber für dich ist das ein Hinweis, du hast die noch nicht bearbeitet, du siehst die vorne, sobald du dich einloggst in MyChat, in dem MyChat-Fenster siehst du eben, dass da noch eine Nachricht offen ist, du weißt, du musst die noch beantworten und kannst natürlich ein, zwei Tage später beantworten, je nachdem, wann du die entsprechende Nachricht und Antwort hast, die da verlangt wurde. Und warum machen wir das? Weil wir wahnsinnig viele E-Mails bekommen. Manche gehen verloren, manche werden als Spam erkannt und direkt in den Spam-Ordner verschoben. Manchmal überlesen wird das, vergessen wird das. Und wahrscheinlich geht es den meisten auch genauso. Und hier haben wir die ganze Kommunikation strukturiert, nach Themen sortiert, jederzeit nachschaubar. Und finde ich total gut. Wir werden hier noch dieses System weiterentwickeln, werden Emojis eines Tages einbauen. Wir werden vielleicht To-Dos Listen einbauen, also immer mehr Sachen, so dass wir das schön miteinander kombinieren, damit das ein wirklich tolles Tool für dich ist, damit du nicht mehr suchst, hey, was habe ich denn vor einem Jahr geschrieben, denn wir haben gemerkt, die Kunden, die bei uns oder zu uns einmal kommen, kommen immer wieder, auch wenn die erst 6-7 Jahre später nochmal kommen, das haben wir zum Beispiel der Fall, jetzt haben wir einige Kunden, die 2014, 2012 Messer bestellt haben, möchten jetzt nochmal was haben und da noch irgendwas zu suchen, ist ja so wie unmöglich. Hier aber wird diese MyChat-Funktion für immer bleiben und da kannst du jederzeit nachschauen, was habe ich da noch geschrieben, wo war das noch alles. So, das war jetzt. Jetzt haben wir hier noch wunderschöne Bilder von Etta Frankenstein. Das sind Bilder aus dem Zoo. Ich finde es fantastisch, wie ihr die gemacht hat, Zoo Leipzig und Stuttgart. Also vielen, vielen Dank, Peter Frankenstein, für diese wunderschönen Bilder. Das ist mir wirklich eine Freude, die euch zu zeigen. Und dann kommen die Bilder von diesem wunderschönen Messer von Jean-Michel Cairo. Dann die Produktvorstellung.
Ich habe schon zwei dieser drei Produkte bereits vorgestellt in einem Video, aber macht da nichts. Ich zeige dir mal ganz kurz. Ich bin immer begeistert von Jean-Michel Cairo, wie wundervolle Kunstwerke er natürlich macht. Schauen wir uns mal die Taschenmesser mal an. Wir haben hier die Edition Pirat. Das heißt, wir haben hier den Piratenkopf, der wirklich sehr, sehr detailliert und echt wirklich wunderschön gemacht wurde. Dann haben wir hier diese Knochen und das Messer. Also hier auch wirklich wunderschön gemacht, das Messer, das Piratenmesser. Und natürlich hier haben wir eine Schatzkarte gemacht. Das finde ich total schön. Ja. Und haben wir einen Griff aus Mammutbackenzahn. Eine Klinge auf 12C27. Und meistens schreibt ihr hier drin noch Cairo, genau. Ja, hier hat er nur seine Kürzel, Jean-Michel Cairo. Die Klinge ist mittig. Ein sehr, sehr schönes Messer. Und sehr schön finde ich auch hier an der Oberseite, beziehungsweise an der Unterseite von dem Mitres, von dem Metallbacken, ist überall auch nochmal so punziert. Also da hat auch nochmal was ganz besonders Edles. Das ist bei allen Messern jetzt hier, die wir hier haben. Stell dir ein bisschen schneller vor, weil die hatte ich ja schon bereits vorgestellt. Dann haben wir hier Polvo, das ist eine mechanisierte Krake. Sehr schön finde ich hier zum Beispiel, dass diese Tinten, dass diese Tentakel hier weiter reingehen, ganz, ganz tief in der Gilochage, also bis hier unten, richtig cool. Und hier auch nochmal sehr schöne Symbole, Mechaniken. Und auch hier haben wir wieder diese Punzierung und hier diese wunderschönen mechanischen Teile. Muss man überlegen, wie schwer das ist, das zu machen, weil das hier natürlich alles rund ist. Also echt wirklich ein ganz tolles Kunstwerk. Und auch hier wieder Mammut-Backenzahn. Sehr, sehr schön verarbeitet, so blau. Ganz toll. Ebenfalls eine 12-27 Klinge. Innen drin auch Jean-Michel Cairo. Und hier haben wir auch eine sehr interessante gelbe Inlay an der Seite. Hier hatten wir das in schwarz. Das ist meistens, wenn man Mammut-Backenzahn nimmt, immer der Fall. Und sehr schön finde ich auch hier die Verarbeitung. Das heißt also, dass wir hier eine perfekte Passgenauigkeit haben. Das heißt, da ist kein Loch, da ist keine Ecke, die irgendwie ausbricht. Finde ich sehr, sehr schön. Und jetzt kommen wir zu der Neuheit. Das ist hier ein sehr, sehr schönes Messer. Im Prinzip ähnlich wie die anderen, mit diesem gelben Inlay hier vorne. Dann haben wir hier so Blasen oder Luftblasen. Das ist eine Mischung, finde ich hier sehr interessant. Diese Elfe, das ist einmal, ja, ich weiß nicht, was sie so genau sich dabei gedacht hat, denn wir haben hier diese Luftblasen, die normalerweise im Wasser entstehen. Die Haltung, die sie hat, mit diesen beiden Beinen so an der Seite, das ist für mich auch eine, vielleicht eher eine Schwimm- als eine Flughaltung. Andererseits hat es ja natürlich Flügel. Finde ich aber sehr, sehr interessant. Vor allem ist eine sehr schöne Frau, wenn ich mal so sagen möchte, ohne sexistisch zu wirken. Eine gut ausgestattete Frau, wenn man so will. Sehr schön detailliert gemacht. Auch die Haare, das Gesicht. Also wirklich fantastisch verarbeitet. Auch die Flügel. Und wir haben hier auf den Mitres ebenfalls auch diese Luftblasen. Und besonders ist auch hier im Vergleich zu den anderen die Klinge. Wir haben hier eine Balbach Damasklinge rostfrei, die auch nochmal hier angeschrägt ist. Ja, das heißt, wir haben hier auch nochmal
eine Anschrägung. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen sehen. Das fühlt sich natürlich in der Hand an sehr, sehr gut. Und ist natürlich wahnsinnig scharf. Also er kann das schon ziemlich gut schärfen. Und ich finde es auch schön, dass er nicht hier irgendwie seine Initialien gemacht hat auf der Klinge, sondern hier innen drin, Chiron. Sehr, sehr schön gemacht. Hier die andere Hälfte ist auch ebenfalls punziert hier an der Seite. Dieser ja, schwarz-blau-weiße Mammutbackenzahn finde ich auch sehr, sehr schön. Sie sind so eine Art dunkle Nachthimmel, wenn man so will. Also wirklich ein sehr schönes Messer. Ich bin sehr froh, dass er uns dieses Messer geschickt hat. Meistens macht er das Messer ohne Damastklinge, also selten sind seine Messer mit Damast. Deswegen bin ich froh, dass wir auch endlich mal ein Messer von ihm haben mit Damastklinge. Jetzt arbeiten wir daran, dass er auch mal eine Doppelplatine für uns macht. Da müssen wir schauen, was die nächsten Verhandlungen da bringen. In dem Arco-VIP-Bereich in der Original Lagiol Community veröffentliche ich immer jeden Freitag ein Unboxing-Video. Das ist ein Video, wo ich die Produkte auspacke, und diese Videos in dem Arco-VIP-Bereich, beziehungsweise der ganze Arco-VIP-Bereich ist vorbehalten unseren OL Premium Gold Kunden und solchen, die uns finanziell unterstützen in der YouTube-Arbeit. Denn ein solches Video zu machen ist natürlich sehr, sehr aufwendig, und manche von euch möchten uns gerne finanziell unterstützen mit einem kleinen Beitrag im Monat von 1, 2, 3 Euro. Jetzt gibt es aber auch nur die neue Möglichkeit, für 5 Karmos-Punkte 24 Stunden lang in diesem Arco-VIP-Bereich in der Original Lagiol Community reinzuschnuppern und alles zu sehen, was wir dort eingestellt haben, unter anderem diese Unboxing-Videos. Mittlerweile haben wir schon eine ganze Menge davon, und wir haben hier auch speziell, als diese 3 Messer geliefert wurden, haben wir ein solches Unboxing-Video gemacht. Und damit du weißt, was damit gemeint ist, werde ich gleich hier am Ende dieses Video nochmal anhängen. Das heißt also, das ist ein Video von ungefähr 4,5 bis 5 Minuten, wo wir das Paket auspacken. Und ausnahmsweise werden wir hier dieses Video veröffentlichen, als im Anhang. Denn normalerweise, wie schon sagte, haben da die normalen Zuschauer keinen Zugriff auf diese Unboxing-Videos und auch noch viele andere Videos aus Lagiol, die wir gemacht haben, als wir dort waren, oder Vergleiche von Messer untereinander, von Neuheiten mit älteren Modellen, sodass wir auch ein bisschen mehr einen Eindruck bekommen, wie die Messer, die neuen Messer im Vergleich zu den anderen aussehen. Also da haben wir echt schon eine ganze Menge in diesem Arco-VIP-Bereich eingestellt. Schau mal rein, schau mal gleich das Video im Anhang, das ist noch also weitere 4,5 Minuten, wo du das Unboxing-Video hast. Und wenn dich das interessiert, denk drüber nach. Mit 5 Karmos-Punkten bist du dabei. Schreib uns eine E-Mail, und wir schalten das für 24 Stunden frei. Schreib da bitte auch, ab wann du es freigeschaltet haben möchtest. Und denk dran, Karmos-Punkte zusammen. Das siehst du heute schon in dem Video bei den Sondereditionen von Chevalier Lagiol, bei der Ratenzahlung, hier bei den bei diesem Unboxing-Videos oder bei diesem Arco-VIP-Bereich. Karmos-Punkte wird immer wichtiger. Also, auch wenn du heute sagst, nee, ich will aber nichts kaufen, ich will da nur zuschauen, ganz klar, ich würde an deiner Stelle trotzdem die Karmos-Punkte sammeln, denn du weißt ja nicht, wie es in einem halben Jahr oder in einem Jahr ist. Vielleicht möchtest du dann ein Produkt kaufen und dann siehst du, upsala, mir fehlen aber noch Karmos-Punkte. Und dann beginnst du erst dann zu sammeln, aber du kannst heute schon sammeln. Du musst kein Kunde von originallagiol.de sein, um Karmos-Punkte zu sammeln. Um die erstmalig einzusetzen, musst du natürlich einmal was gekauft haben, dann erst danach kannst du die einsetzen. Aber zum Sammeln der Karmos-Punkte kannst du jetzt sofort beginnen. Ja, und
wünsche dir natürlich viel Spaß damit. Wir werden die Karumas-Punkte immer mehr ausbauen zu einem Zahlungsmittel. Du kannst in unserem OLC-Community, in der Original-Lagiol-Community sogar Messer mit den Karumas-Punkten kaufen. Ja, gebrauchte Messer, die dort eingestellt sind, kannst du auch nur mit Karumas-Punkte kaufen. Also das bauen wir richtig, richtig auf. Das wird sehr spannend dieses Jahr. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Wie schon sagte, jetzt kommt das Unboxing-Video mit diesen drei Messern vom Jean-Michel Cairo. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo Arconia, hier ist Mr. Lagiol, heute mit einem Unboxing-Video und zwar ein Paket von Jean-Michel Cairo. Wir schauen uns das Paket jetzt in Ruhe an. Es sind nur drei Messer da drin. Einer davon ist eine Neuheit und wir schauen uns mal, was der Herr Cairo uns geschickt hat. Der packt hier immer sehr professionell aus, finde ich sehr schön. Und er hat auch diese schönen Boxen dabei. Oh, da sind da drei einzelne Pakete dieses Mal. Okay. Dann dauert es das Auspacken schon ein bisschen länger. Ah, hier ist das zweite Messer. Und jetzt machen wir das dritte Paket auf hier. Und hier haben wir das dritte Messer. Ja, jetzt schauen wir mal, was wir alles da drin haben. Und das Messer ist auch nochmal in so einem schönen Samt- oder ja, Kunststoffteil drin. Ist also kein Etui dabei. Und hier haben wir die Neuheit. Nee, das hier haben wir schon im Programm. Genau, mit einem schönen Mammut-Backenzahn-Griff. Und hier haben wir auch nochmal schön die, ja hier am Ende, diese Mitres auch nochmal graviert. Sehr schön. Das haben wir schon im Programm bereits. Das ist jetzt online im Shop zu sehen. Das zweite Messer. Das haben wir auch im Sortiment. Das ist der Pirat. Auch hier mit meinem Mammutbackenzahn. Und auch hier haben wir diese Karte, diese Schatzkarte eingraviert. Ich finde es immer sehr schön, wenn man auch die Mitres, also die Metallbacken graviert. Sehr schön. Und der Pirat ist auch wirklich wunderschön. Und jetzt kommen wir zu der Neuheit. Was für ein Zufall, dass die alle in der richtigen Reihenfolge sind und die Neuheit am Ende zu sehen ist. Finde ich gut. Ich werde das hier schon mal vorab machen, zeigen. Natürlich stelle ich das später in einem Video ausführlich vor. Wir haben wieder Mammut-Backenzahn in schwarz-blau, eine Damastklinke dieses Mal. Die Backen sind auch hier schön bearbeitet worden. Und was haben wir da für eine Biene? Schauen wir mal. Überraschung.
Das ist eine Meerjungfrau oder Elfe. Da müssen wir gucken, wie wir das ja benennen. Auf jeden Fall würde ich sagen, eine schöne Frau. Ja, das war das Paket von Jean-Michel Cailleron. Jede Woche freitags ist ja Unboxing-Tag und du bist gerne herzlich eingeladen, dabei zu sein. Und bis zum nächsten Mal, dein Mr. Lagier.